Hallo. Ein mittägliches Live-Video von unserem Hundespaziergang. Ja, Madame ist mega, mega, mega am Arbeiten. Und ja, es ist hier schon voll herbstlich. Ich habe mich mal warm angezogen, weil ich nicht gerne friere. So, ich zeige dir mal ein bisschen hier. Hier gerade so los ist. Es ist der letzte Tag im August und es scheint schon mega, mega herbstlich zu sein. Es ist so ein schöner Tag und ich möchte dir ein bisschen was erzählen, weil es ja nicht überall auf der Welt wirklich gerade so offensichtlich ist, dass es mega, mega genial, eine mega geniale Zeit ist im Moment, um zu leben, um auf der Welt. Ja, siehst du mich? Ja. Aber es wird sich ja bald ändern. Am Freitag fliege ich ja nach Ägypten, nach Hurghada, und bin dann wieder voll in der Hitze, gehe da zum Kitesurfen und freue mich riesig auf ein Luxusjacht mit Whirlpool. Hallo, hallo. Genau, eine Luxusjacht mit Whirlpool, wo ich zum einen wirklich meiner Freude freien Lauf lassen möchte, Unendlichkeiten in unendlich blauen Ozeanen, übers Wasser segeln und mich einfach verwöhnen lassen von genialem Essen. Gleichzeitig möchte ich das Ganze natürlich rekognoszieren, weil ich stelle mir das schon immer riesig großartig vor, einen Retreat zu machen auf so einer Luxusjacht und das Rote Meer. So, so wunderschön und auch Ägypten, ich war ja im Mai schon dort, ist einfach von der Freundlichkeit der Menschen. Ich bin ja jetzt viel gereist, ja, seit Mai. Ich war ja in vielen verschiedenen Ländern jetzt, viel in Italien, ich war in Slowenien, wo war ich denn überhaupt noch? Ja, in Ägypten. Und es war wirklich nirgendwo, habe ich mich so herzlich willkommen geheißen gefühlt wie tatsächlich in Ägypten. Und da gehe ich jetzt hin am Freitag. Ganz früher Flug von Zürich aus mit unserer wunderbaren Edelweiß Air. Da muss ich jetzt auch mal ein bisschen Werbung machen dafür, weil da darfst du Golfgepäck, Kitegepäck, kannst mitnehmen, so viel du willst. Und die sind mega großzügig und fliegen direkt. Ich habe es ja schon mal gesagt, es gibt noch einen spontanen Platz auf der Yacht im Einzelzimmer. Du musst nicht kiten, du kannst kiten. Im Zusammenhang mit einer intensiven Woche Coaching mit mir, wenn du da Bock drauf hast, ist eine super, super einmalige Gelegenheit. Und das andere, was ich euch jetzt erzählen wollte, ist, ich sitze jetzt hier auf einer Bank, wo ich schon so oft saß und mich schon so oft elendlich gefühlt habe. Und ich zeige euch das hier nochmal. Es ist doch eigentlich wunder, wunder, wunderschön. Es ist also so eine super schöne Energie. Und so viele Jahre bin ich jetzt schon hier. Und so viele Jahre habe ich hier tatsächlich gelitten und war überzeugt davon, dass ich verflucht bin. Ich war überzeugt davon, dass alles, was ich anpacke, mühevoll ist, dass ich immer so schwer arbeiten muss, dass ich vor allem eine der schlimmsten Überzeugungen war, ich habe keine Unterstützung. Es versteht mich eh keiner, es unterstützt mich keiner. Niemand findet gut, was ich wirklich vorhabe. Niemand findet mich wirklich gut. Und ja, auf diese Art und Weise habe ich immer wieder versucht, neue, bessere Projekte zu machen und
Ich habe eine Skischule gehabt, gleichzeitig mit einer Business Consulting Firma. Gleichzeitig habe ich dann noch angefangen, ein eigenes Hotel zu pachten und zu führen. Und das alles alleine, alleine als alleinerziehende Mama. Um irgendwann mal gut genug zu sein, um irgendwann mal den Erfolg zu haben, den ich mir so sehr wünsche, um irgendwann mal endlich diese Anerkennung zu bekommen, ja, die ich mir so sehr gewünscht habe. Und anstatt das alles zu bekommen, habe ich genau das Gegenteil davon bekommen. Mein Partner hat mich verlassen und meine Gesundheit hat mich verlassen. Alles hat mich verlassen und meine Beweglichkeit hat mich verlassen. Und letztendlich hatte ich die Full-on-Manifestation von all dem, was an Vorstellungen in meinem Kopf so vor sich ging. Das wusste ich natürlich damals nicht. Das war mir ja überhaupt nicht bewusst. Ich dachte nur, oh mein Gott, irgendwas ist komplett falsch mit mir. Ich wusste keine bessere Antwort. Ich wusste nur, ja, ich bin wahrscheinlich verflucht. Es lasten zig Flüche an mir. Ich bin hier, um zu leiden. Ich bin hier, um zu büßen. All diese bösen Schandtaten, die ich begangen habe, was mir da alles, wofür ich alles bestraft wurde, für jeden Wutausbruch, für jeden emotionalen Ausbruch in meiner Vorstellung, wurde ich für jeden einzelnen bösartigen Gedanken bestraft, für alles, wofür ich nicht zur Verfügung stand, wo ich mich verweigert habe zu tun, zu machen, zu wollen, schön zu finden. Für all das habe ich mich bestraft gefühlt. Und ja, so bin ich durchs Leben gelaufen, ohne zu wissen, dass ich mich so fühle, ohne zu wissen, dass ich so denke. Ich habe einfach nur gewusst, ich fühle mich scheiße. Und ich bin sicher verflucht. Und ich habe wirklich alle möglichen Erklärungen gesucht, warum das jetzt mir gerade so schlimm läuft, warum mein Leben so elend ist, obwohl ich doch eigentlich so gut bin, obwohl ich doch eigentlich alles so gut geschafft habe, obwohl ich doch eigentlich ein Betriebswirtschaftsstudium mit Prädikat abgeschlossen habe, obwohl ich doch eigentlich alles so eine tolle Mutter bin, obwohl, obwohl, obwohl. Und der Rückschluss war natürlich, ja, aber es war halt nicht gut genug. Es war halt nicht gut genug. Wenn du besser gewesen wärst, dann wärst du nicht verflucht. Und du bist verflucht, weil du halt so schlecht bist, weil du so bösartig bist und weil du einfach ein Mensch bist, den man mit Füßen treten muss. Krass, oder? Heute kann ich darüber reden. Heute bin ich mir da bewusst drüber, was in meinem Kopf alles so vor sich ging, was ich mir gedacht habe, weil ich das verstanden habe, weil ich das hochgeholt habe, weil ich das hochholen musste, um es zu erkennen und um es als Bullshit zu erkennen und es dann zu transformieren. Aber das war natürlich ein langer Prozess. Und ich möchte hier eigentlich nur erzählen, wie das damals war, an dieser gleichen Stelle hier, wo die scheinbar gleich aussehende Frau, weil ich bin ja nicht älter geworden, ist ja klar, die gleich aussehende Frau so unglücklich hier rumgeschlichen ist in einem Körper voll Schmerzen. Und jetzt erzähle ich euch, dass ich eigentlich trotz der scheinbaren Situation die ganze Zeit unterwegs bin, die ganze Zeit auf Reisen bin, dass ich mir keine Sorgen mache, weder über meine Gesundheit noch über sonst irgendwas in meinem Leben und dass ich auf gar keinen Fall verflucht bin, sondern im Gegenteil, ich bin gesegnet und ich bin gesegnet, weil das unser normaler Zustand ist. Nur um in dieses Bewusstsein reinzukommen, ist es halt oft so, dass wir dunkle Wege, dunkle Erfahrungen, schlimme Erfahrungen, schmerzhafte Erfahrungen machen müssen. Und nicht, weil wir es machen müssen, das ist vielleicht falsch ausgedrückt, aber weil wir so einen großen Wunsch auf der anderen Seite haben, das zu transformieren und zu verändern, dass dieser Wunsch, der zieht uns. Und dieser Weg, dieses Wie,
wie diese Transformation stattfinden kann, wie diese Klarheit kommen kann, wer ich wirklich bin und was ich wirklich auf dieser Welt hier für Geschenke mitgebracht habe, ist mir nur zugänglich, wenn ich an der Wand stehe, wenn ich mit dem Rücken an der Wand stehe, wenn ich nicht mehr links, nicht mehr rechts ausweichen kann, dann bin ich offen, dann bin ich bereit. Und wenn ich so einen großen Wunsch der Veränderung habe, dann wird mich irgendeine Situation, werde ich an die Wand gestellt, von der Göttlichkeit in mir, von diesem Wunschumsetzer in mir, von dieser großen liebenden Kraft, die in mir ist. Die muss Dinge für mich, ein Wie für mich sich aussuchen, das mich dazu bringt, zuzuhören, das mich dazu bringt, aufzuwachen, das mich dazu bringt, zu erkennen. Und solange ich nicht mit dem Rücken zur Wand stehe und keinen Ausweg mehr habe, dann ist es tatsächlich so, dass ich immer noch abhaue. Und wenn aber mein Wunsch so groß ist, dass es anders werden soll, dass ich ein glücklicher, freier, sorgloser, mich wohlfühlender, my well-feeling Mensch werden möchte, wenn ich diesen großen Wunsch habe und der ist so, der tickt so groß in mir, dann wird das Leben, das Universum, das Göttliche in mir einen Weg finden, wo ich anfange zuzuhören. Und dieser Weg ist für jeden halt irgendwie anders. Und dieser Weg scheint so grausam zu sein. Das scheint immer über Leid zu gehen, dieser Weg. Aber irgendwie ist es absolut bekannt, in was für eine Situation ich gebracht werden muss, um zu Umkehr zu bereit zu sein. Um bereit zu sein, andere Dinge zuzulassen, andere Dinge erkennen zu wollen, andere Dinge denken und verstehen zu wollen. Und das ist einfach für mich auch eine wichtige Message, zu sagen, das ist jetzt gerade was, wir werden kollektiv mit dem Rücken an die Wand gestellt. Wir werden kollektiv dazu gezwungen, andere Wege zu gehen. Wir werden kollektiv in ein anderes Bewusstsein gezwungen. Und je länger jeder für sich da noch wartet, desto schmerzhafter wird es noch. Und es gibt so viele Möglichkeiten, das zu erkennen und zu sehen. Aber auch da wiederum, wir können niemanden aufwecken. Wir können einfach nur jeden so sehen, dass er jetzt schon bereit ist in der Situation, in der er ist. Und dass es für niemanden noch schlimmer und noch leidvoller werden muss, sondern dass eigentlich jeder jetzt hier zuhört und sagt, ja, genau. Ja, genau, ich kann es verändern. Ich kann es verändern. Ich bin nicht abhängig von irgendeiner äußeren Situation, weil ich ja die äußere Situationen kreiere. Es entsteht ja aus mir heraus. Es entsteht genau das, was ich brauche, um mich verändern zu können. Und wenn ich mich verändert habe, entsteht genau das, was ich mir wünschte. Und das ist für alle da, das ist für alle offen, das ist für alle möglich. Und ich wünschte mir, ich hätte mich als Coach schon früher bereit gehabt. Und ich bin sehr glücklich, dass ich an meiner Seite stehe, als mein Coach, Tag und Nacht, 24/7, dass ich für mich da bin, wenn ich mich brauche, mit den richtigen Inputs, mit den richtigen Impulsen, mit den richtigen Erklärungen, die nicht von außen kommen, die nicht aus Büchern kommen, die nicht aus Gelesenen, aus Gelehrten kommen, sondern die aus der absoluten Wahrheit kommen, aus der ich entstanden bin, aus dieser Idee, aus der ich geboren bin, bevor ich hier auf die Welt kam. Und das möchte ich euch mitteilen. Das steht uns allen sowas von zur Verfügung. Und wenn wir uns auf diesen Weg machen, diese absolute Wahrheit zu erkunden für unser Sein und uns ablösen von allen alten Vorstellungen, allen alten Zusammenhängen, allen alten, ja, so ist es und so ist es und wenn es so ist, dann muss es so sein, dann kommen wir dahin, wo wir eigentlich herkommen und wo wir auch so gerne hin möchten, dass uns bedingungslos alles ermöglicht wird. Und von wem wird es ermöglicht? Von unserem Denken. Dein Denken ermöglicht dir die Dinge. Dein Denken ermöglicht dir Wunder. Dein Denken ermöglicht dir alles, was du dir wünschst, Liebe, Millionen,
Es ist eigentlich egal, was du dir wünschst. Hauptsache, du erlaubst dir, dich wohlzufühlen. Und das ist meine Message heute aus diesem Hundespaziergang. Es ist für jeden möglich. Und ich glaube, wir haben so viele Beispiele schon. Allein ich habe meine 6 Mentorinnen, die auch diesen Heldinnenweg gegangen sind und bereit sind zu teilen und zu unterstützen. Es muss nicht mehr jeder selber rauswurschteln, weil wir sind mittlerweile ein Haufen Menschen, die da sind und sich auch hinsetzen, hinstehen, öffentlich teilen, öffentlich präsent sind und außerhalb des bis jetzt Geglaubten, außerhalb der bis jetzt gelehrten Zusammenhänge unsere absolute Wahrheit sprechen, weil wir sie wissen, weil wir sicher sind, weil wir nichts nachplappern, weil wir nichts Gelesenes repetieren, sondern weil wir eine absolute Wahrheit mit unseren Worten mitteilen, die für jeden stimmt. Diese absolute Wahrheit, dass wir diese Wesen sind, denen es an nichts fehlt, die nicht kaputt sind, die nicht falsch sind, die nicht verdammt sind, sondern eben gesegnet und blessed von A bis Z, wenn wir das in die Welt hinaustragen, in die Welt hinausgehen und verkörpern, dann haben wir eigentlich das erreicht, wofür wir hier sind, ein geiles Leben zu kreieren. Also ihr Lieben, zögert wirklich nicht. Niemand ist verdammt, niemand ist verflucht, niemand muss irgendetwas anderes sein oder machen oder tun, sondern nur etwas anderes denken, etwas anderes begreifen, etwas anderes, eine andere Informationsquelle anzapfen, statt TV und all dem, was es da draußen schon gibt. Und zwar eine Informationsquelle der unendlichen Weisheit und Wahrheit über dich, über unser Sein, über die Funktionsweise unserer Welt. Und wenn es dann irgendwo wo heißt, ja, Channeling, 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 ja, aber in welchen Channel loggst du dich ein? Ja, es gibt unendlich viele Channels, aber es gibt einen Channel, der sich ganz klasse anfühlt und der sich richtig gut und eben gebläst, unterstützt, gesegnet, geheiligt, von mir aus auch, anfühlt. Und diesen Channel, dich da einzulocken und da deine Wahrheit und da deine Informationen rauszuholen, das ist der einzige Trick. Und es ist halt überhaupt kein Trick. Aber viele sagen, es geht, the secret, the secret. Aber weißt du was? Es ist kein Secret. Es ist, mittlerweile weiß es jeder, aber keiner macht es konsequent. Wenn wir uns immer noch ablenken lassen von irgendwelchem anderen Wissen, das in uns implantiert worden ist. Das braucht keiner, oder? Also, ihr Lieben, gehe ich hier mal weiter. Ich zeige euch hier nochmal einen kleinen Rundumblick. Es ist schon schön, aber am 31. August in der Daunenjacke, Kaschmirpulli, Kaschmirhose, was habe ich denn noch alles an? Fellstiefelchen. Hier, da wirklich so alles so super warm. Das braucht keiner, oder? Am 30. August. Also, vielleicht kommt ja noch einer mit nach Ägypten und transformiert innerhalb von einer Woche auf einer Luxusjacht von verflucht, sich fühlend zu göttlich geführt und reich und unterstützt sich zu fühlen. Alles ist möglich. Es muss niemals lange dauern. Das ist eine Wahl. Bye bye.